bin ich wieder. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man eine ganz alltägliche Sache im GIMP, nämlich ein Foto, ein Porträt, was man von sich oder von jemandem gemacht hat, ein bisschen verbessern kann. Ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, dass man das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm GIMP auf der Homepage runterladen kann, egal ob ihr jetzt ein Windows-System, ob ihr Apple oder so wie ich jetzt Linux benutze. Gut. Bei dem neuen GIMP fällt auf, dass sich einige Dinge verändert haben. Darum soll es heute nicht gehen, aber vielleicht mal einige Grundsätze. Also ihr seht, bei mir ist es hier schön dunkelschwarz. Ihr könnt bei Einstellungen, ihr seht hier oben im Reiter die Funktion Einstellung, könnt ihr euch also zum Beispiel aussuchen, welches Thema ihr haben wollt, also das Farb- oder Design-Thema, die Symbole könnt ihr euch verändern, so wie ich das jetzt gemacht habe. Bei mir ist das ein bisschen bunter, weil ich das einfach so angenehmer finde. Ihr könnt auch den Fenstermodus auf Einzelfenstermodus zurückstellen. Ich habe jetzt also die Fenster hier, die hauptsächlich bei GIMP voreingestellt sind, links und rechts, hier einfach komplett als ein großes Hauptfenster. Das finde ich einfach angenehmer. Ja, man findet hier auf der linken Seite die ganzen Tools oder Werkzeuge und die Feineinstellungen dazu. Die rechte Seite ist vor allen Dingen für die mehreren Bildebenen zu verwenden, die ihr benutzen möchtet. Zwei Dinge möchte ich euch heute vorstellen. Einmal die Retusche bei Porträtaufnahmen und der zweite Teil dieses Videos dann, wie ich ein Foto oder einen Kopf oder ein Bild in ein anderes Bild einfügen kann. Ich habe mir hier für die Retusche ein Mädchen aus der freien oder urheberrechtlich freien Seite heruntergeladen und ja, ihr seht, das Foto ist eigentlich ganz schön, aber ihr stellt euch mal vor, ihr habt das Foto von euch gemacht und sagt, okay, mich stört eigentlich dieser Grashalm. Irgendwie war das ein Versehen und der muss irgendwie weg. Das ist durchaus möglich und es gibt da mehrere Möglichkeiten, das hinzubekommen. Man kann zum Beispiel über das Tool, hier als Pflaster dargestellt, heilen, Bereiche des Strohhalms mit dem Gesicht anpassen. Dafür müsst ihr erstmal, ihr seht hier diesen Kreis, das ist also das Heilen-Werkzeug oder der Bereich, der geheilt wird, der ist natürlich viel zu groß. Erstmal ändere ich nochmal die Ansicht und ich sehe jetzt, dass mein Heilen-Werkzeug etwas zu groß ist. Da kann ich also hier, ihr seht, die Größe verändern und jetzt ist das Ganze schon ein bisschen kleiner. Also in diesem Bereich, wo der Kreis ist, wird jetzt also geheilt. Das heißt, in anderen Worten, verbessert. Es ist natürlich ganz schön, diese Sommersprossen, aber vielleicht, falls ihr jetzt Pickel habt oder einen Freund mit Pickel und sagt, den einen Pickel, der muss einfach weg, dann macht ihr das so, ihr drückt die Steuerungstaste und geht an eine Hautpartie, die euch gefällt, die gesund ist. Der Computer oder GIMP übernimmt dann diese von euch ausgewählte Hautpartie für den Pickel oder den Fleck oder was auch immer. So, das mache ich einmal. Ich drücke die Linkstaste, also Steuerung, dann die gesunde Hautpartie auswählen und dann klicke ich auf den Pickel mit der linken Maustaste. Ihr seht, jetzt ist er etwas zu intensiv, also dann gehe ich nochmal zurück, rückgängig, nochmal auf mein Heilen-Werkzeug und vielleicht hier das Ganze noch ein bisschen kleiner. Dann müsste ich hier auch, das habe ich vergessen zu sagen, einen Pinsel auswählen, mit welcher Stärke sozusagen geheilt werden soll. Und ihr seht, also ihr könnt also auch hier links die Härte, den Abstand und so weiter, das Ganze auch noch weiter modifizieren, damit das etwas genauer wird. So, ich ändere wieder die Größe. So, jetzt müsste es aber klappen. Linksklick, Steuerung und der Pickel ist weg. Nochmal gesunde Hautpartie ausgewählt, Steuerung, Linksklick, Maus. Und dann kann ich jetzt hier arbeiten. Immer wieder die Hautpartie auffrischen, ne, weil das Foto hat natürlich
unterschiedliche Bereiche, Lichtbereiche, und da muss man immer in der Nähe möglichst des Flecks, den man wegmachen möchte, eine gesunde Hautpartie aussuchen, und dann kann man also verbessern. So, ich entferne jetzt mal die gröbsten Unreinheiten, denn eigentlich sind ja die Sommersprossen genau das Tolle an diesem Bild. Gut, jetzt gehen wir nochmal an den Grashalm ran. Zwei Möglichkeiten gibt es, einmal durch das Heilen-Werkzeug. Ich demonstriere euch das mal. Hier würde ich immer einzeln klicken, weil manchmal verschmiert das dann so. Kannst du das mal hinmachen? Na, das kriege ich jetzt nicht hin, das Verschmieren. Es gibt so Farbzieher dann. Falls euch das passiert, geht auf rückgängig und also hier oben in rückgängig heilen, dann könnt ihr also einzelne Bereiche wieder löschen, wo ihr falsch geheilt habt. So, ihr seht jetzt, hier ist der Grashalm schon weg. Man kann das Ganze auch versuchen mit Klonen. Das ist ähnlich das Werkzeug hier vorne, oben links. Ich drücke Klonen. Wieder eine gesunde Hautpartie auswählen. Und dann kann ich, ja, hier müsste ich auch also wieder einmal einstellen, Härte, Abstand, Druck, Seitenverhältnis. Kann ich also auch mit diesem Klonen-Tool, ja, das ist nicht ganz so sauber, ihr seht, das schmiert ein bisschen. Das ist natürlich nicht ganz so genau bei so groben Strukturen. Muss man vielleicht eventuell auf andere Werkzeuge dann ausweichen. So, ich mache das jetzt mal hier am Mund noch weiter. Hier über der Nase vielleicht noch. Ich probiere es nochmal mit dem Heilen, ob wir das besser hinkriegen. Das Werkzeug ist etwas zu grob. Noch kleiner. Natürlich ist es, wenn ihr das Ganze nachher wieder auf die normale Größe habt, dann fällt das eigentlich auch gar nicht mehr auf. Die Kleinigkeiten, die ich jetzt sehe, die würde einer, der das Bild betrachtet, das würde dem gar nicht mehr auffallen, normalerweise. So, ihr seht jetzt, der Grashalm verschwindet im Gesicht durch Heilen. Und lassen wir das erstmal so, ich will euch nicht langweilen. So, ungefähr ist er jetzt weg. Ihr könnt das natürlich, wenn ihr Zeit habt, ganz genau machen. Wenn ich jetzt mal wieder rauszoome, dann sieht man, okay, das war etwas zu viel. Es fällt gar nicht mehr so auf. Ich könnte jetzt natürlich hier unten noch weiterarbeiten und den Grashalm weiter entfernen. Mache ich aber nicht. Gut, das nächste ist, wenn wir uns jetzt vorstellen, ihr habt jetzt bei euch die Pickel im Gesicht entfernt und ihr möchtet die Haut ein bisschen glatter machen, retuschieren, sozusagen das digitale Make-up auftragen. Es geht einmal hier über den Weichzeichen Tropfen oder dieses Zeichen hier Weichzeichen. Ihr müsst euch dann hier wieder die passenden Feintuning sozusagen einstellen. Auf der rechten Seite einen Pinsel auswählen und dann kann man im Gesicht, also sozusagen per Hand, das Ganze schon weich zeichnen. Ja, das ist ein bisschen Handarbeit. Ihr seht, es wird hier alles ein bisschen weicher. Es gibt aber auch eine aufwendigere Methode, die ich meistens anwende. Die zeige ich euch jetzt auch einmal. So, ich gehe etwas in Vergrößerung, klicke hier oben das Lasso-Tool, freie Auswahl. Und jetzt habe ich ein bisschen Arbeit. Ich umfahre jetzt mit der linken Maustaste drückend das Gesicht. Und ich mache das jetzt mal ganz grob. Ihr solltet das aber ziemlich genau machen. Und zwar immer diese Bereiche, wo es im Gesicht oder im Foto natürliche Übergänge gibt, fahrt ihr also mit diesem linksklickenden Tool hier weiter. Und am Ende verbindet ihr, seht ihr das? Ihr verbindet die zwei Punkte. Das ist ganz wichtig. Seht ihr, jetzt zieht das Tool nicht mehr die Linie nach. Ich drücke jetzt Enter. Und ihr seht, jetzt ist das, diese Auswahl so gestrichelt. Jetzt muss man natürlich für eine gute Retusche natürlich die Bereiche, die scharf bleiben sollen, auch weiterhin noch ausschneiden. Dafür drücke ich jetzt Steuerung und halte Steuerung gedrückt. Zum Beispiel die Augen sollten natürlich mit den Wimpern scharf bleiben. Ich drücke hier, lasse los, die Steuerungstaste, drücke Enter und wieder habe ich die Auswahl. So, dann machen wir das wieder mit dem rechten Auge. Steuerung drücken und das Auge auswählen. Gut, jetzt macht man das normalerweise. Jetzt wieder Enter. Das nächste ist hier in Auswahl.
drücke ich auf Ausblenden. Das macht die Kanten, also wenn ihr das Bild nachher einfügt über die zweite Ebene hier auf der rechten Seite, also ihr legt zwei Bilder übereinander, das ausgeschnittene Gesicht und das Originalgesicht. Und diese Übergänge zwischen dem gleich glatten, retuschierten Bild und dem Originalbild, die sollten nicht zu scharf sein und deswegen kann man hier die Kanten etwas glätten. Ich habe immer so 8, 9, 10, müsst ihr ausprobieren. So, jetzt hat er das geglättet und wir haben das Ganze hier ausgeschnitten und jetzt können wir es bearbeiten. Wir müssen jetzt also erstmal das Ganze kopieren. Gehen wir hier auf Kopieren, auf Einfügen und wir sehen jetzt hier bei den Ebenen ist jetzt die schwebende Ebene eingeführt. So, jetzt drücke ich auf dieses Augensymbol des Originalbildes. Ah, jetzt habe ich was falsch gemacht. Ah, ich habe was vergessen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich dieses Tutorial mache, weil es nur so viele Kleinigkeiten, die man selber immer wieder vergisst. Ich muss eine neue Ebene einfügen. So, und jetzt, es war hier oben der kleine linke Knopf, eine neue Ebene erstellen. Ich hasse das bei den anderen Tutorials, dass das immer so schnell passiert und jetzt mache ich das selbst. So, jetzt drücke ich hier oben auf dieses Augensymbol, das untere ist es, und ihr seht jetzt das ausgeschnittene Bild, also die Haut, die ich jetzt wirklich glatt machen will, erscheint jetzt, sieht natürlich ein bisschen eklig aus mit meinem schlecht ausgeschnittenen Sonnenstrohhalm oder Grashalm, aber das habt ihr natürlich nicht. Ihr habt normalerweise ein Bild, wo kein Grashalm drauf ist. Da wollt ihr einfach die Pickel oder das Haar, die Haarsträhne, die gerade falsch sitzt, einfach ein bisschen weg haben. So, jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden erstmal hier ein bisschen Retusche, ein bisschen Make-up auftragen sozusagen. Wir gehen auf Verbessern und auf Weichzeichnen. Auf Weichzeichnen, Gauscher Weichzeichner. Und dann müsst ihr hier einmal ausprobieren, ihr seht schon, da unten wird direkt angezeigt, wie viel das ist. So, das ist schon ziemlich viel. Krass. Aber im neuen GIMP ist die Skalierung etwas anders, als ich das bei der Vorgängerversion kannte. Aber ihr seht, hier kann man natürlich schon eine ganze Menge abblenden. Also hier das Original und jetzt ist das Ganze schon, machen wir es mal richtig krasser. Also auf 2, drücke auf OK. Hier von 400% wieder auf 200% und jetzt kommt das Originalbild dazu. So, und wenn ihr jetzt seht, die Augen sind schön gestochen scharf, die Haare und alles andere, was wir jetzt nicht mit der Maske retuschiert haben, das bleibt wunderbar scharf und man kriegt ein schönes glattes Hautbild, so wie wir das möchten. Ich gehe nochmal eben zurück. Natürlich, wenn ihr es richtig fein machen wollt, dann solltet ihr natürlich auch, könnt ihr rumspielen bei eurer Maske oder bei eurer Haut. Ihr solltet also bei Farben einmal ausprobieren, kann ich vielleicht sogar noch die Sättigung herabsetzen oder kann ich einzelne Farbtöne aus dem Gesicht herausnehmen, die mir also hier nicht gefallen. Vielleicht ist zu viel Rot drin, zu viel Magenta und das kann man also ausprobieren, wie es sein soll. Oder diese Einstellung hier mit über Kurven. Fragt mich nicht genau, was hier bewirkt wird, aber es geht um den Schwarz-Weiß-Helligkeitskontrast. Das kann ich also auch schon mal so ein bisschen einstellen, dass Pickel und so weiter nicht so auffallen, dass Schatten verschwinden und viele, viele weitere Dinge, die ich hier über Farben ausprobieren kann. Ja, aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Sondern es ging heute lediglich darum, dass man einmal Pickel entfernt über das Klonen oder das Heilen-Werkzeug und dass man dann hier jetzt über eine neue Ebene ein schönes glattes Hautbild erhält. Natürlich sieht das Mädchen ein bisschen doof aus jetzt, weil ich auch den Mund vergessen habe, die Nasenlöcher, aber das solltet ihr dann natürlich mitmachen. Ja, also nochmal zusammengefasst, ihr holt euch das Bild. Mit dem Heilen-Werkzeug geht es am einfachsten, einzelne Pickel oder Bereiche heilen, indem ihr mit Steuerung linke Maustaste in gesunde Hautpartien drückt und dann die Pickel einzeln nicht ausdrückt, sondern verschwinden lasst. Ihr könnt das Ganze aber auch weichzeichnen dann über diese
die über diesen Weichzeichen-Tool tropfen, oder ihr macht es in der aufwendigen Methode, wie ich das gerade zum Schluss gemacht habe. Gut, das nächste ist, ich werde das hier nochmal alles verwerfen und hole mir nochmal jetzt für das zweite, was ich euch zeigen wollte, ein anderes Foto, öffne das hier in GIMP, hole mir ein zweites Foto dazu und sind jetzt die Frau hier und stellt euch mal vor, ihr wollt jetzt auf einem Gruppenbild oder einfach ein anderes Gesicht einfügen oder einen Gegenstand einfügen. Sagen wir mal jetzt hier, soll jetzt dieses zweite Mädchen, das Gesicht soll ausgetauscht werden. Machen wir es mal so. Dafür, wenn ich jetzt das, das ist glaube ich das falsche Bild, ich nehme nochmal ein anderes, das mit dem Mädchen, dem roten Haaren passt da glaube ich hier besser. Wenn ihr also sowas vorhabt, ihr wollt also diesen Kopf in dieses Bild haben, sollte man natürlich von vornherein darauf achten, wenn man das wirklich geplant macht, dass ungefähr die Perspektive gleich ist, die Blickrichtung der Köpfe und auch die, ja, die, das Licht, was ihr benutzt. Ja, sonst habt ihr nämlich viel mehr Arbeit. Meistens ist das natürlich nicht so und da muss man etwas mehr tricksen. So, fügen wir sie jetzt mal da ein. So, das erste ist, wir müssen sie mit dem freie Auswahl Tool einmal ausschneiden, so wie eben bei der Hautretusche. Das mache ich jetzt mal ganz grob, denn das ist natürlich alles, sonst dauert das viel zu lang. So, und wieder auf den Punkt drauf. Ich drücke wieder auf Enter, der Bereich ist ausgewählt. Ich nehme wieder Kanten ausblenden, um die Übergänge weich zu haben. Und jetzt Steuerung C. Das Bild wird in die Zwischenablage kopiert. Ich wechsle jetzt in das andere Bild und drücke Steuerung V und habe jetzt die Birne da eingefügt. Gut, dann ist das nächste. Ich klicke jetzt hier auf schwebende, auch mal ein bisschen mehr Platz, dass ihr das besser sehen könnt. Schwebende Auswahl mit Rechtsklick zur neuen Ebene. Das muss ich anklicken. Dann muss ich erstmal den Kopf in die richtige Position bringen. Dafür habt ihr hier dieses Kreuz. Wenn ich das anklicke, das ist das Verschieben-Werkzeug, kann ich meinen Kopf verschieben. Wenn das jetzt ganz genau auf den Kopf passen müsste, dann könnt ihr hier auch die Deckkraft reduzieren. Ihr seht, die ist bei 100%. Ich nehme die jetzt mal runter und ihr seht, der Kopf wird transparent. Ich klicke wieder auf mein Verschieben-Werkzeug und kann jetzt meinen Kopf hier draufsetzen. Hier irgendwo ist auch ein Werkzeug, wie ich den Kopf drehen kann. Müsst ihr selber suchen, haben wir jetzt keine Zeit für. Das Tutorial wird sonst viel zu lang. Gut, ich gehe neben die Deckkraft wieder hoch und ihr seht jetzt, da ist der Kopf schon drüber. Jetzt passen die Proportionen nicht ganz, der Kopf müsste ein bisschen größer. Dafür gehe ich auf das Skalieren-Tool, klicke es an und ziehe das Bild ein bisschen größer. Wieder auf das Verschieben und ja, es könnte noch ein bisschen größer. Wieder auf Skalieren und größer ziehen. Hier habe ich ein Problem, was ich selber noch nicht lösen konnte. Beim Skalieren geht die Qualität des Bildes verloren ein bisschen. Ist jetzt hier nicht so krass, aber bei anderen Bildern ist es deutlich, wenn ihr also das Bild sehr klein haben müsst, weil es einfach auf einem Gruppenfoto mit eingefügt wird, dann verliert ihr zu viel Qualität. Und vielleicht schreibt ihr das mal in die Kommentare, wie ich das Bild einfach verkleinern kann, ohne die Qualität zu verlieren. So, jetzt, uns fällt hier dieses Haarsträhnchen da auf, was da nicht hingehört. Ich gehe mal ein bisschen in die Vergrößerung und das müssten wir eigentlich, das machen wir später, bleiben wir mal erst beim Thema. Also, wieder etwas, sieht echt hässlich aus. So, jetzt müssen wir die Bereiche, also es gibt ja, wenn ihr diese beiden Bilder zusammenfügt, so Übergänge, die nicht ganz sauber geworden sind. Und das wollen wir jetzt ein bisschen verbessern. Also was ich jetzt, wenn es jetzt funktioniert, vorhabe, ist, dass ich dieses Bild mit der schwarzhaarigen Frau sozusagen wieder zurückmalen kann und dann so ganz genau solche Bereiche hier verändern kann. Dafür muss ich in die eingefügte Ebene klicken, Rechtsklick und dann Ebenenmaske hinzufügen und das Ganze bestätigen.
Jetzt brauche ich dafür den Pinsel hier oben zum Malen. Habe ich ihn jetzt? Ja, mal gucken, ob es funktioniert. Nein. Ich muss, glaube ich, jetzt hier die Farbe auf Schwarz ändern. Und ja, endlich klappt mal was. Eben hat es nämlich nicht geklappt. So, jetzt kann ich, ihr seht, ich kann also jetzt hier das Bild, was eigentlich da drunter ist, wenn ich jetzt weitermale, seht ihr, löst sich das alles auf und die Frau, die da drunter war, kommt wieder zum Vorschein. Will ich aber gar nicht machen, ich mache das mal wieder weg, denn ich will euch ja nicht verwirren. So, also es geht jetzt darum, ich muss das nochmal eben wieder, dass ich also Bereiche zurückmalen kann, die also nicht ganz stimmen. Ja, also Übergangs seht ihr jetzt, hier kommt das Haar wieder durch. Ja, also ich kann also so das Bild dann ganz genau einpassen, dass also die Übergänge wirklich stimmen. Ich male sozusagen das alte Bild mit der Frau mit den dunklen Haaren wieder zurück und das darüber liegende Bild mit der Frau mit den roten Haaren, seht ihr jetzt, das verschwindet. So, das war hier an der Stelle nicht ganz so sauber. Hier kann ich natürlich auch vielleicht das Ganze dann mit dem Heilenwerkzeug versuchen, ob ich das dann ein bisschen sauberer hinkriege. Mal gucken. Na, ich brauche ja hier das Dunkle. Nee, das geht nicht. Probieren wir es mal mit Klonen. Ich habe jetzt hier den schwarzhaarigen Bereich benutzt. Ne, macht er nicht. Ist jetzt aber auch gar nicht das Thema. Gut, ich gehe mal wieder etwas zurück von der Ansicht her. Ihr seht jetzt nach meinem wunderschönen hässlichen Bild, was haben wir gemacht? Also erstmal die Fotoretusche und dann haben wir jetzt im zweiten Durchgang ein Bild ausgeschnitten, das Gesicht kopiert, hier eingefügt, zurechtgeschoben und dann sozusagen das Feintuning gemacht, dass wir also die Ränder hier glatt übergemalt haben, indem wir eine Ebenenmaske hinzugefügt haben und dann mit Schwarz drüber gemalt, um die Übergänge schön sauber hinzukriegen. Dann könnt ihr natürlich auch noch weitere Sachen tricksen, dass ihr also Helligkeit und Kontrast verändert des Bildes. Jetzt habe ich das untere Bild, was ich da bearbeite. Ne, also nochmal zurück. Gucken, ob das jetzt der richtige. Ja, ihr seht, jetzt verändert sich die Farbe des Gesichtes. Also hier auf die eingefügte Ebene klicken, dann oben auf Farben und dann passt ihr die Farben, die Sättigung, die Helligkeit so weit an, bis der Bereich passt zu dem anderen Bild. Ja, das war es erstmal. Das war natürlich eine ganze Menge jetzt, aber das, was wir hier zum Plus gezeigt haben, könnt ihr dafür verwenden, für einfache Gegenstände einfügen, Köpfe in Gruppenfotos einfügen oder sogar, so wie ich das jetzt hier mehr schlecht als recht gemacht habe, ein anderes Gesicht über ein anderes legen und dann das Ganze per Feinarbeit, also richtig schön machen. Natürlich seht ihr hier, dass das überhaupt nicht passt. Ja, also das Gesicht, der Arm hier, das hätte ich natürlich so in Wirklichkeit nicht genommen, sondern normalerweise habe ich ein Gesicht von mir oder Freunden oder anderen Menschen, die sagen, kannst du mich mal ein bisschen schöner machen? Und dann sieht das Ganze auch etwas besser aus. Diese Fotos waren jetzt halt aus dem Netz zwei, die ich nehmen durfte und konnte und die passten nicht ganz ideal. Aber ich glaube, ihr habt trotzdem verstanden, worum es geht. Ich hoffe, ich habe es nicht zu schnell gemacht und ihr konntet ein bisschen lernen. Ja, ich danke euch und gebt mir einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.